Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Weiter geht es hier am See, an dem wir den Bomber wieder zum Aufsteigen gebracht haben. Ja, den B-29 Bomber, da müssen wir gleich wieder zu den Rumsern zurück, beziehungsweise zu den Boomern, wie ihr mir sagtet. Ich finde, das hört sich irgendwie auch nicht besser an, weil Boomer erinnert mich so ein bisschen an die Dinger aus Left 4 Dead. So, warte mal, habe ich noch die Atemmaske auf? Hier, die habe ich erst... Ja, okay. Die habe ich total verpeilt. Aber gut. Hält die jetzt unendlich oder geht die nach einer Zeit kaputt? Weil ich finde das voll praktisch, wenn ich jetzt für immer so eine Atemmaske dabei habe. Oh, da ist wohl nix. Ich wollte nämlich nochmal hier in die Höhle. Da ist irgendwo eine... Okay, ich dachte, ich höre da hinter mir was. War wohl nichts. Das bin ich selbst. Ah, seht mal, da geht's nämlich runter. Ja. Die Lake Mead Höhle. Dann schauen wir doch mal. Also nur mit Atemluft ist die wohl erreichbar. Ohne, schätze ich mal, wäre ich hier nicht weit gekommen. Okay, das sieht ja nett aus hier. Wahrscheinlich... Oh, ich sehe gar nichts. Na gut. Oh, schön. Lass mal ein bisschen das Licht an. Ihr sagtet mir, ich soll auf jeden Fall noch zu diesem Lager gehen und dort mit dem Ranger sprechen, denn der hätte noch was Schönes. Oder da gibt es, glaube ich, eine Waffe. Ich meine, ihr sagtet, da gibt es eine Waffe oder so. Ich muss mal gucken gleich. Auf jeden Fall finde ich das voll gut mit der unendlichen Luft. So. Aber krass. Hier scheint es wohl... Ah. Ja, hier scheint es wohl einiges an Reserven zu geben, die ich aufsammeln kann. Ja, ja. Gut. Geht's da schon... Warte mal, ich muss mir ganz kurz mal die Karte aufrufen, weil sonst bin ich verwirrt. Dieses Hoch und Runter hier überall. Ne, es ist gar keine große Höhle scheinbar. Wenn ich hier was sehen würde, aber es ist alles so grau in braun. Ah, da ist noch. Ne, das ist ein Regal. Sunset Sarsaparilla. Ne, hier scheint es echt nicht. Oh, doch, doch, doch. Da geht's noch weiter. Haha. Rote Leuchtepilze. Vielleicht. Ach du liebes Bisschen, das ist ja cool hier. Das alles wäre mir entgangen, hätte ich jetzt die Atemmaske nicht. Wahrscheinlich ist hier irgendwo was und ich übersehe das gleich wieder. Ich kenne mich doch. Aber die roten Pilze sind schon mal ein guter Hinweis darauf, wo es hier rausgeht. Oh, das sieht so geil aus hier mit den ganzen Luftschächten. Also Lichtschächten, nicht Luftschächte. Ist das hier ein Auto? Ja klar, das ist ein altes Auto. Das ist der Wahnsinn. Einfach mal so eine riesige Unterwasserhöhle. Und da sind Behältnisse. Ah, okay. Seht mir, gibt's da noch was. Mhm. Sind das alles Pokerchips oder wie? Aha. Oh, da hat jemand ganz viel Geld mitgenommen. Kann ich die Pokerchips nicht aufsammeln? Scheinbar nicht. Noch mehr Sunset Sarsaparilla? Nee. Nee. Das war's jetzt schon. Das war das Geheimnis dieser Höhle. Oh, warte, da liegt er noch. Ist da noch was? Nee. Da muss doch noch irgendwas sein, Leute. Das kann nicht nur dieses Ding hier sein. Da ist nur ein Negligé drin in dem einen Koffer. Nehmen wir mal mit. Huh. Huh. Schade. Dann war es das tatsächlich schon. Aber da hinten in der Ecke war ich noch nicht. Vielleicht liegt da noch was. Hätte ich doch nur ein stärkeres... Oh, hi, Fisch. Hätte ich doch nur ein stärkeres Licht für den Pip-Boy, dann würde ich ja auch viel mehr und viel weiter sehen. Das ist gerade ein bisschen wenig. Naja, auf jeden Fall wollte der sich wohl hier irgendwie absetzen. Hat aber nicht geschafft. Na gut. Hm. Auch nichts zum Plündern. Ne, dann gucken wir, dass wir hier rauskommen. Ich will auf jeden Fall zu den Boomern gleich zurück. Beziehungsweise, ja, wie gesagt, erstmal in das Lager der RNK. Und dort mal gucken, ob ich da die einzigartige Waffe irgendwie mitgehen lassen kann. Ja, 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 die habe ich schon alles durchsucht. Oh. Ach so. Ja, ihr seht ja, was da stand, ne? Hat der gerade gemacht. Unter Wasser, aus, einfach mal aus der Kantine was getrunken. So ein Schlückchen Wasser. Na gut, ich stelle das jetzt nicht in Frage, ob das möglich ist oder nicht so physikalisch. Also, pff. Ja, Calvert Bay. Camp Guardian. Ist das...
Ist es das, was ihr meintet? Na komm, ich guck mich erstmal hier noch ein bisschen um. Wir haben ja Zeit, nicht wahr? Nicht hetzen. Das ist so die Devise von mir. Einfach in Ruhe umgucken und alles entdecken. Da freue ich mich doch immer richtig drauf. Leben hier noch Casadors oder habe ich die alle abgeknallt? Da liegen sie. Ihr Mistviecher. So, ich hoffe mal, das war's mit denen, weil die mag ich gar nicht. Seit mir der Burnout da so ein bisschen Paranoia vorgemacht hat, mag ich die gar nicht mehr. Das sind... Sind das Nester? Wie so eine Art Bienenstock? So eine Wespenbehausung? Alter Schwede, ist das gruselig. Das könnte aus einem Horrorfilm sein, oder? Was da für Viecher rauskommen. Und das waren auch junge Casadore. Ich will gar nicht wissen, wenn die Mutti nach Hause kommt, was dann hier los ist. Komm ich da irgendwie weiter? Nö, da geht's nichts mehr. Well. Na klasse, falle ich halt mal durch. Ja, brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. So, ich gehe faulheitshalber jetzt mal dahin. Ja, geht ja. Einfach mal dahin. Nope. Da lang geht's. Alles klar. Dann wollen wir mal gucken, was das für ein Posten ist. Und was für Gestalten sich da rumtreiben. Oh, jetzt langsam Nacht oder wie? Nee, es ist noch vormittags. Es ist nur trübe. Ich dachte schon, ich hab doch... Oh oh. Oh oh. Ah. Alter, mach doch was. Meine Güte. Bam. Sag mal, die Viecher sind auch ultra-territorial und aggressiv, kann das sein? Ja, Mistviecher. Bist du nicht tot? Oh oh. Oh oh. Sag mal. Stirb. Oh oh. Yes. Diese Trickviecher, Leute, ich hasse die. Ah ja. Komm, das war doch... Das war mehr als ein Volltreffer bei. Jawoll. Diese... Ne? Diese. So. Ich glaube, mir geht so langsam... Okay, die Munition geht mir doch nicht aus. Ich dachte schon, so langsam habe ich hier ganz schön was verballert, aber... Oh, die ist tot. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich hier ohne Munition unterwegs bin. Und dann auch nur für vereinzelte Waffen. Was ist denn das? Geht's... Aha. Die Ranger-Station Bravo. Bitter Springs, davon habe ich doch schon mal gehört. Das ist doch irgendwie auch wieder eine Stadt. Oder ein kleiner Ort, den ich besuchen kann. Na komm, machen wir das. Die Boomer laufen uns ja nicht davon. Oder die Rumser. Das klingt beides blöd, oder? Die Knallerbsen wäre ganz gut. Ja, ich nenne sie die Knallerbsen. Oh oh. Oh oh oh. Casador, Casador. Ja, das war ein guter Treffer. Alter Schwede, zum Glück sind die junge, oder? Ja, junge Casadors. Alter Schwede, sag mal. Da muss ich natürlich direkt ins Nest stechen bei den Mistviechern. Ich mag die sowieso schon so gerne. Oh, was hier? Scenic Overlook. Ich wollte schon sagen Scientific Overlook. Ja, ein wissenschaftlicher Überblick. Aha. Das sieht mir schon ein bisschen komisch aus, wie für so einen Hinterhalt gemacht. Ne? Bisschen seltsam, das. Purified Water. Achso, ich habe ja Hunger. Ja, trink mal was, wenn wir Durst, wenn wir Hunger haben, ne? Ist gut. Ja, wie gesagt, das ist alles doof hier, weil... Es gibt mir zwar Lebensenergie, aber nimmt meinen Hunger nicht weg. Hast du Hunger? Ja, komm. Mein Hunger hat abgenommen. Ich esse Blumen. Ja... Das da oben, komme ich da irgendwie hin? Ja, muss, oder? Guck mal. Und da ist ein freundlicher NPC, so wie es ausschaut. Hallo. Ach so, Hunde. Oh, was? Camp Guardian. Na, ihr lieben Kojoten.
Oh, guck mal, wie cool das sein muss. Die respektieren mich nicht nur. Die sind mir eigentlich, also ich bin denen total egal. Das ist fast sogar noch besser, als respektiert zu werden. Zumindest von Wildtieren. Guardian Peak. Ja. Camp Guardian Logseite. Protokolleintrag 7. Mhm. Was? Jacks Liebesgeschichte? Jack Lees. Achso, das war das, ja. Tagesprotokoll Camp Guardian. Bericht von Sergeant Banner. Tag 7. Okay, wir machen gute Fortschritte beim Säubern der Wege. Ich bin erstaunt, wie viel Geröll wir zu 12 in so kurzer Zeit bewegt haben. Cale und ich sind gestern zum Gipfel aufgestiegen. Das Erkundungsteam hatte recht. Vom Guardian Peak hat man eine Wahnsinnsaussicht. Aber es liegt noch viel Arbeit vor uns. Ich habe unseren Läufer, zur Station Bravo geschickt, um bei McCarran ein Funkgerät anzufordern. Hat nicht viel Sinn, hier einen Ausguck einzurichten, wenn wir einen Spurt von mindestens einer Stunde zur Station Bravo hinlegen müssten, um einen Überfall der Legion zu melden. Nee, das hätte echt nicht viel Sinn. Ach, guck mal, genau, warte. Ist das da, wo die Legion sitzt? Die Legion? Ja, tatsächlich, guck mal. Oh, Grafikfehler. Hihi. Ja, da drüben ist das Lager der Legion, oder Legion. Kann ich da einfach so rüberschwimmen? Das wäre natürlich super, aber keine gute Idee, denke ich. Weil die sind alle ein bisschen böse auf mich, oder? Oh, da ist der nächste Zettel. Ne? Protokolleintrag Nummer 3. Was haben wir hier? Ja, auch wieder Sergeant Banner. Tag 3. Hier herrscht das totale Chaos. Die meisten alten Wanderwege sind unter Erdrutschen verschwunden und der Rest ist so verstaubt, dass man keine Ahnung hat, in welche Richtung man gehen soll. Ich weiß nicht, wie zum Teufel das Erkundungsteam zu der Einschätzung kam, dies sei ein strategisch einwandfreier Standort. Immerhin haben wir reichlich Rationen zugeteilt bekommen und der Fluss versorgt uns mit ausreichend Frischwasser. Zu essen haben wir auf Monate genug. Hoffen wir, dass wir morgen etwas ordentlich was wegschaffen können bei den Aufräumarbeiten. Ja. Ich frag mich ja. Oh, warte. Jalapeno. Alter. Ihr Pennergesichter. Wow, habe ich noch Panzerbrechende? Panzerbrechende. Hat ja viel gebracht. Hau ab, du Mistvieh. Magnum, Beste. Alter Schwede, da kommen einfach mal so ein paar. Ich wollte nur Pfeffer pflücken. Also Pepper. Ist ja nicht gleich Pfeffer, es sind ja Paprikaschoten, Peperonis. Mann, ey. Doofe Viecher. So. Honey Mesquite. Ich habe mich schon so an die englischen Ausdrücke gewöhnt. Ich weiß gar nicht mehr. Hm. Ist das ein Plumpsklo mitten in der Wa... Oh, guck mal, Rattis. Die sind nett. Mitten in der Walachei steht einfach mal hier so ein Plumpsklo rum. Hallo. Da ist da irgendwas Böses. Oh, jetzt sehe ich's. Was soll mal einer sagen, auf die Entfernung ist eine Schrotflinte schlecht. Ist sie gar nicht. Hallo, Rattis? Guck mal, die mögen mich nicht. Okay, ich wollte mich jetzt nochmal spaßeshalber auf die Latrine setzen, aber ich glaube, das ist unnötig. Und nur minimal lustig. Oh. Was macht ihr da? Oh. Crack Grenades. Prügeln die sich jetzt noch mit den Skorpionen? Oh ja. Die prügeln sich mit den Skorpionen. Warte mal, dann werde ich mal was Schönes zeigen. Guck mal. Hab was für dich. Fang. Oh, hi. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich gerade hier mache. Brenne! Im Feuer der Rechtschaffenheit, du Mistvieh. Bin ich vergiftet? Ich bin vergiftet. Okay, okay. Jetzt schnell. Habe ich irgendwas? Erstmal ein Stimpack. Bloodpack. Ja, komm, nehmen wir. Bitterdrink. Ja, das müsste reichen. Ja. Ich muss die Bitterdrinks mal loswerden. Das ist alles wieder nicht Gewicht, aber es ist halt organisatorischer Aufwand, den ich hier betreiben muss. Was ist das denn hier?
Ist das so eine Granaten-Dummy-Puppe? Sieht so aus, ne? Gehenna, super Teil. Super, super gut. Oh, der hat die alle umgebracht. Der hat die armen Rattis umgebracht, dieser blöde Skorpion. Aha, Camp Guardian Höhle. Aha. Habe ich den Peak schon? Nee, habe ich noch nicht. Ich üb mal ein bisschen Granaten werfen. Oh. Na? Das Ding geht aber nicht kaputt. Wow. Sehr lustig. So. Ja. Ja, du brennst noch, das ist schön. Oh nee, da ist noch ein Skorpion. Ching. Ich mag diese Flammenwaffen. Hallo? Oh oh. Stirb! Guck mal, die macht viel mehr Schaden als so eine Knarre. Weil ich nicht mal einen Panzer brechen darf. Und, verbrennst du? Verbrennen! Oh, da kommt noch einer. Zip. Ein kleiner. Ach, bist du süß. Ja. So geht das. Okay. Oh Mann, da geht's noch weiter rauf. Das ist schon cool, ne? Also ich finde das jetzt mal wieder gerade richtig spannend. Protokolleintrag 18. Wow, die haben ja ganz schön lang hier durchgehalten. Aber ich glaube nicht, dass sie noch leben, ehrlich gesagt. Ja. Endlich kam das Funkgerät aus McCarran. Ich habe es auf dem Gipfel installiert, damit jeder Wachhabende am Ausguck gleich Meldung machen kann, wenn die Legion sich rührt. Ich wüsste gern, welcher Schlaukopf beim Oberkommando auf die glorreiche Idee kam, einen Trupp hierher zu entsenden, ohne ihn mit einem Funkgerät auszustatten, damit etwaige Angriffe auch gemeldet werden können. Wahrscheinlich wieder irgend so ein Politikersöhnchen. Ja, wahrscheinlich. Weiß ja nicht, was die hier unter Kommando stellen, die RNK, aber ich habe schon mal gesagt, der Verein. Nicht mein Geschmack. Wow, das ist manchmal so blöd. Ich springe geradeaus und dann springt er zur Seite weg. Mach mir nicht solche Angst. Sag mal, ist das hier. Ist das hier die Skorpionenbandenhöhle oder wie? Guck mal. Komm, die Borken, wie heißen die? Wie heißt ihr nochmal? Rinden. Ach, Rinde, nicht Borke, ja. Ist ja fast dasselbe. Gibt's hier noch mehr Texte? Nö. Hi. Ich glaube, von denen habe ich bisher auch noch keine riesige Version gesehen. Da gibt's immer nur die mittelgroßen oder kleinen. Hallo. Ach ja, ich mag meine Feuerwaffe. Das ist super. Oha. Das ist wieder Rattis. Block 12, Guardian Peak, da haben wir es doch. Es ist uns gelungen, den Rest des Weges freizuräumen. Einiges Zaunmaterial aus der Vorkriegszeit war weitestgehend intakt und wir konnten es an dem gefährlicheren Felswänden als provisorische Absperrung verwenden. Ich hoffe, keiner aus dem Trupp stürzt ab. Bei der Geröllbeseitigung stießen wir auf einige Höhleneingänge. Sie führen alle wieder zueinander zurück zu einer einzigen. Was? Achso, nur ein einziger eingestürzter Gang scheint in den Berg hineinzuführen. Das verdammte Erkundungsteam hat keine Höhlen erwähnt. Ich hoffe, wir finden nicht noch weitere kleine Überraschungen. Ja, entschuldigt Leute, es ist gerade wieder 20 nach 3. Ja, morgens, nicht nachmittags. Und ich bin dementsprechend müde. Also, ja. Das war wieder so eine richtig lange Konfi. Aha. Kann ich mal aufhören? Die rascheln da rum, das macht mich nervös. So. Ja, ich nehme jetzt mal ein bisschen mehr zu essen mit. Weil, muss, ne? Oh, was für lecker Essen die hier haben. Pork and Beans. Ja, denen ging es ja scheinbar ganz gut. Guck mal, was die da rangeschafft haben. Aber, wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass die noch leben, die Jungs und Mädels. Oh, eine Powerfaust. Oh, warum nicht? So. Okidoki. Ich glaube, es wird Zeit, in die Höhle runterzugehen, oder? Ha! Ha! Ja. Genau das. Oh, guck mal, da ist noch ein Zettel. Nummer 20. Aha, aha.
Noch mehr Überraschungen. Gleich hinter unserem verdammten Zelt fand Collins einen Höhleneingang. Das hätte dem Erkundungsteam auffallen müssen, wenn sie sorgfältig gearbeitet hätten. Ich habe keine Ahnung, ob da drin etwas ist, aber wir haben nicht genug Leute, um uns um irgendwelches gefährliches Ungeziefer zu kümmern. Diesem Burke habe ich allerhand zu sagen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Ist nicht das erste Mal, dass dieser Idiot beim Erkunden eines Gebiets etwas übersieht. Ich bete zu Gott, dass wir nicht mitten auf irgendeinem Nest hocken. Morgens lasse ich Frakes und Collins die Höhle auskundschaften. Falls nötig, werden wir sie mit Sprengstoff zum Einsturz bringen. Ja, das könnte man machen. Oder ist noch was? Oh, so viel zu lesen. Fast eine Woche um und immer noch kein Funkgerät aus McCarran. Ich schicke einen Läufer zur Station Bravo, um nachzufragen, ob ein Handelssprechfunkgerät oder sonstige Funkausrüstung entbehren könnten. Bis McCarran das angeforderte Gerät liefern kann. Ich könnte wetten, die Deppen beim Oberkommando erwarten, dass wir Brieftauben schicken oder so. Ja, das könnte man natürlich tun. Ich meine, ist sparsam, kostet nur ein bisschen Futter. Und ich glaube, Technik ist ja sowieso so ein bisschen rar, ne? Oh, da ist noch mehr. Was ist das denn? Ein Feldstecher. Ja. Und Nummer 5. Wir haben es geschafft, den Großteil des Schutts zur ersten Brücke hochzuschaufeln. Das Ding sieht ziemlich demoliert aus. Zum Glück gibt es ein paar Schuppen aus Holz, die wir abreißen und als Baumaterial verwenden können. Ich hoffe bloß, das Material geht uns nicht aus, bis wir den Pfad fertig haben. Jackson sagt, er habe gestern Nacht so ein Heulen gehört. Für mich klang das wie Wind. Okay. Was machst du da? Oh, was war denn das für ein Schlag? Es ist so doof. Es ist so doof. Guck mal, die haben ganz schön gesoffen hier, die Jungs. So. Ja, tut mir leid, aber... Sag mal... Hört sich an wie so ein Eierhals. Oh, da ist Blut. Oh, 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 Leute, ich ahne Schreckliches, aber wisst ihr was? Oh. Wisst ihr was? Hier ist es saudunkel. Ja, ich werde hier Schluss machen für diesen Part. Eieieiei, das ist ja echt düster, ne? Guck mal hier, ich sehe gar nichts. Nicht mal die Hand vor Augen. Auf jeden Fall wäre es cool, wenn ihr mir ein bisschen Liebe da lasst. Likes und Kommentare, wie immer. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wieder einschalten, nicht vergessen, zu Fallout New Vegas.